Hallo, Herr Yogeshwar. Freut mich, Sie zu sehen und zu hören. Hallo, ja. Hallo. Ranga, wie Sie, darf ich das mal vorher fragen? Sie sind in Ihrem Wohnzimmer, in Ihrem Produktionszimmer in Köln? Ja, in Hennef, das ist auf dem Land. Ja. Und Produktionszimmer trifft es ganz gut. Also wenn ich Ihnen zeige, was da alles steht, das ist schon ein bisschen Produktionszimmer, oder? Ja, das sieht allerdings, darf man das auch erwarten für einen der, man könnte sagen, den prominentesten Wissenschaftsjournalisten in Deutschland, also dass er denn so entsprechend ausgerüstet ist. Ja, naja, Leute erwarten ganz viel, aber es ist einfach so, dass ja, Krisen sind Chancen und ich habe einfach die Chance genutzt und habe einfach mal ein Update gemacht und gesagt, so, jetzt wird hier auf digital umgestellt. Also auch nach der Krise will ich das nutzen. Gestern habe ich einen Vortrag gehalten, eine Keynote auf die Art und Weise. Also es ändert sich auch das eine oder andere. Ranga, wie oft gehen Sie, wenn man das jetzt mal auf so eine Wochensequenz runterdimmt, also das muss man ja inzwischen machen, wie oft gehen Sie vor die Tür, gehen einkaufen oder setzen denn vermutlich eine Maske auf? Ja, wenn ich ehrlich bin, im Moment arbeite ich so viel, dass ich nicht dazu komme, irgendwo rauszugehen. Also das ist einfach das Blöde, dass ich würde gerne mehr rausgehen, aber ich war in der letzten Woche ein einziges Mal mit Maske draußen. Ansonsten bin ich hier, also manchmal gehe ich hier vor die Tür, wir haben einen Garten, aber es ist kein, ja, richtiges Rausgehen. Aber jetzt heute Abend zum Beispiel muss ich, oder heute Nachmittag muss ich nach Hamburg. Also da hat das Fernsehen dann angerufen, sowohl bei Lanz als morgen bei Maybrit Illner. Und ja, man müsste im Grunde genommen, das sind dann so kafkaeske Touren, ne? Die Züge sind leer oder die Flugzeuge? Ja, sie fahren mit dem Zug, nehme ich an, ne? Es ist absolut, nein, ich werde sogar mit dem Auto abgeholt, weil es so knapp ist und also letztes Mal war ich mit dem Zug unterwegs, der war vollkommen leer. Es ist so, dass die netten Kolleginnen der Bahn mir zum Beispiel gesagt haben, dass erstaunlicherweise mehr geklaut wird als sonst. Also was ich auch nicht verstanden habe. Und die Flugzeuge, das war wirklich kafkaesk. Also es ist nicht mal klar, wann der Flieger geht, wo er geht. Es ist also da werden meine indischen Gene reaktiviert, nämlich Handeln bei extrem schlechter und widersprüchlicher Information. Aber das ist auch ein Bestandteil dieser Krise. Wir haben neulich in der Redaktion sehr intensiv über Verschwörungstheorien gesprochen und ich bündel das mal. Eine Historikerin sagte, für Verschwörungstheorien sind Menschen anfällig, die sich eigentlich nicht mit dem Gegebenen cool genug arrangieren können. Würden Sie dem zustimmen? Ich glaube, dass es ein Grundrauschen von Verschwörungstheorien gibt. Das gibt es ständig. Die Frage ist, wie ändert sich die Rezeptionskultur in Bezug auf solche Verschwörungstheorien? Und die ist situativ abhängig von einer Stimmungs-, einer Bedürfnislage der Rezipienten, sprich von uns. Das bedeutet, in dem Moment, wo wir mit der offiziellen Meinung nicht klarkommen oder wo Verschwörungstheorien uns im Grunde genommen verstärken in einem tiefen Bedürfnis, was der eine oder andere hat, sind wir eher bereit, sie zumindest hinzuhören und mitunter zu akzeptieren. Also wir erleben im Moment eine Kontaktsperre. Wir müssen extrem drastische Maßnahmen, wenn man das mal auch grundrechtlich betrachtet, in Kauf nehmen für ein Risiko, was gefühlt, also in der Empfindung, eher abstrakt und klein ist. Also es sind zwar Zahlen, aber es ist so, dass wir momentan nicht die Großmutter oder eine Tante haben, die tatsächlich auf der Intensivstation liegt, also wo wir unmittelbare Erfahrung haben. Und vor dem Hintergrund wirkt das Ganze für uns ein bisschen abstrakt. Zumal draußen schönes Wetter ist, der Mai steht in der Blüte und das führt
zu eigentlich einem Widerspruch oder einem Paradoxon, dass wir nämlich eine Gefahr nicht rational, sondern emotional wahrnehmen oder nicht wahrnehmen. Und diese Diskrepanz ist einfach wichtig. Die haben wir überall. Also niemand hat Angst vor einer Haushaltsleiter, obwohl sie ein echter Killer ist, wenn man sich die Statistik anguckt. Aber jeder hat Angst oder viele haben Angst zu fliegen, ja, obwohl rein statistisch das Flugzeug vielleicht gar nicht so schlimm ist. Und nun ist das eine interessante Information. Sie sagen, es wird mehr geklaut. Nicht ich, sondern die Kollegin in der Bahn sagte das. Ja. Vermutlich damit zusammenhängt, dass weniger Menschen da sind, dass wenn man aufs Klo geht, ja, der Platz leer ist und nicht, ich sag mal, der Nachbar, der Sitznachbar da ist und merkt, wenn einer den Laptop mitnimmt. Also das ist doch aber, könnte doch auch ein Indiz dafür sein, dass trotzdem, also man geht in einer Bahn aufs Klo und lässt den Laptop stehen, dass man da trotzdem großes Zutrauen in diese soziale Situation namens Corona-Krise hat, dass man sagt, man wird jetzt schon nicht von meinen Nächsten und seien das jetzt spontan Nächste das Schlechte erwarten müssen. Das tue ich grundsätzlich, das tue ich unabhängig von Krisen. Also das ist eher eine Haltungsfrage. Das können Sie sehr schön beobachten, wenn Sie in Urlaub fahren und Touristen sehen. Dann gibt es die eine Fraktion, die hat Brustbeutel und irgendwelche Beutel unterm Hemd und läuft rum, als würde sie, ich sag mal, in den Krieg ziehen. Und es gibt die anderen, die eher lässig sind und die sich vielleicht genauso bewegen wie sonst. Das heißt, wir haben einfach Typenunterschiede, glaube ich. Es gibt Menschen, die haben ein gewisses Zutrauen. Es gibt andere, die haben es nicht. Die einen akzeptieren, dass auch schon mal was geklaut wird. Die anderen sehen darin die Bestätigung, dass diese Gesellschaft in ihren Grundwerten falsch ist. Also faul und rot. Ja, alles ist kaputt. Also, ja. Alles geht den Bach runter. Na klar. Dreh sie nur ein bisschen leiser. Entschuldigung. Das ist kein Problem. Das Straßenbild, das ich jetzt mitbekomme in Berlin, was ich auch aus Hamburg höre, aus anderen Gegenden, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen im Rheinland ist, es ist beinahe schon wieder drängelig voll. Ja, klar. Womit hat das zu tun? Ich glaube, also ich habe mir die Mobilitätsdaten angeschaut und es ist eben nicht nur repräsentativ oder typisch hier in Deutschland, das sieht man weltweit. Was man sieht ist, wir haben quasi die erste Phase gehabt, wo die Nachrichtenlage anfing, wo man die Bilder aus Italien sah und man sieht, wie diese Mobilitätskurve dramatisch nach unten geht. Das ist diese Phase, wo es noch keine Kontaktsperre gab. Aber wo einfach die Bilder dazu führen, dass wir alle, die Gesellschaft, Angst hatte. Und wenn wir uns gut daran erinnern, waren die Städte so Ende März, da war es wirklich leer, obwohl es noch keine, oder ja, in der zweiten Märzhälfte, obwohl es noch keine Kontaktsperre gab. Interessanterweise, nachdem diese Kontaktsperre ganz offiziell verlautet wurde, ging das einher mit einem fast Schwinden der Angst. Und was man sieht, ist, dass danach sozusagen das Mobilitätsverhalten wieder hochgeht. Und wir inzwischen in einem Zustand sind, der sich immer mehr einer Normalität, auch wenn wir das vielleicht gar nicht so glauben, nähert. Das heißt, das Motiv ist Angst, glaube ich. Und wenn diese Angst, die hat immer eine Halbwertszeit. Wir können nicht jeden Morgen aufstehen und diese Panik oder diese Angst haben. Also irgendwann gewöhnt man sich dran. Und diese Gewöhnung führt dazu, dass dann eine gewisse Nachlässigkeit beginnt. Das beobachtet man eigentlich immer. Also das ist das größte Risiko ist zum Beispiel auch in der Wirtschaft, wenn Menschen mit Maschinen arbeiten, ja, die gefährlich sind, oder Handwerker. Also ich habe im Moment sehr viel oder zumindest in der ersten Phase viel gebaut, ja, in meiner Werkstatt. Da habe ich eine Tischkreissäge. Und es gibt in Deutschland, glaube ich, 15.000 Unfälle jedes Jahr mit Tischkreissägen. Und das sind nicht die Menschen, die die Tischkreissäge zum ersten Mal verwenden, sondern das sind die, die ganz routiniert irgendwann sagen, ach, passiert nichts, ja, und so nah mit den Fingern ans Sägeblatt kommen.
Und diese Nachlässigkeit mit der Zeit, dieser Gewöhnungseffekt, der tritt natürlich auch hier ein. Das heißt, irgendwann haben wir das Gefühl, na, passiert schon. Es wird schon nichts passieren. Könnte das auch mit einem Phänomen zu tun haben, das ich ungefähr so beschreiben würde? Es gab die ersten Bilder nicht nur aus Wuhan, dann gab es die Bilder aus Bergamo, später aus Spanien, dass die Leute, das haben sie ja eben mit den Mobilitätsdaten aufgewiesen als Befund, dass die Leute in ihre Gehäuse quasi wie eine Schnecke zurückgingen und sich erstmal so versuchten zu bedecken, damit sie sich keiner Gefahr aussetzen. Mhm. Aber irgendwann war die Sehnsucht nach dem, was man Normalität nennt, also nicht das, was Finanzminister Olaf Scholz als das neue Normal bezeichnete, so endlich wieder in diese Normalität reinkommen, dass die Leute einfach auch mit Blick auf die Zahlen sagten, so schlimm wird es schon nicht werden. Ich wage mich jetzt wieder aus meinem Gehäuse. Also ich glaube, dass dieses Phänomen des Einigelns kennen wir sogar ganz individuell. Ja? Wenn irgendetwas passiert, sieht man, wie Menschen, wenn sie Angst haben, ja, in der Körperhaltung sich ja in, da gibt es zwar kein Schneckenhaus, aber zurückziehen. Das sehen sie bei Menschen, das sehen sie im Cocooning, also wo Leute sich einigeln zu Hause, weil das der sichere Hort ist. Sie sehen es sogar auf nationaler Basis, wo Nationen ganz schnell Grenzen zumachen, in der Annahme, die Gefahr kommt von außen. Und dann gibt es irgendwann dieses Relaxing auf der individuellen Ebene. In dem Moment öffnet man sich. Und dann kommt eben, was Sie gesagt haben, das Bedürfnis nach Normalität, vielleicht auch das Erfüllen von Bedürfnissen. Also ich sage mal, soziale Kontakte sind kein Luxus. Das ist etwas sehr Elementares. Wissen Sie, wir haben den schönsten Mai. Und ich denke manchmal, was machen junge Leute, die sich im Mai eigentlich verlieben sollten, wenn sie jetzt im Grunde genommen ständig ja mit Abstandspflicht und Mundschutz. Also das ist kein guter Frühling für Liebhaber, ja. Also insofern, da gibt es tiefe Bedürfnisse und da wollen wir natürlich wieder zurück, das ist verständlich. Aber das Absurde dabei ist, dass es eben diese rationale Ebene gibt, die einem ganz klar sagt, naja, da gibt es eine Gefahr dahinter, auf die wir aufpassen müssen. Und dieses komische Gefühl führt zu einer seltsamen Dissonanz, die wir ja auch erleben. Und auch die ist alt begründet, also Goethe schrieb irgendwann mal einen wunderbaren Satz, der sagte, es gibt nichts Schlimmeres zu fürchten als Gift unter den Rosen der Lust, wenn im schönsten Momente lispelnde Sorge sich dem gesenkten Haupte naht. Er beschrieb damit die Syphilis. Ja? Aber es ist genau das. Ja? Wenn im schönsten Momente lispelnde Sorge, also hier wäre es die virale Sorge, sich dem gesenkten Haupte naht. Und das ist diese komisch widersprüchliche Geschichte, die wir erleben. Also wenn man genau in sich fühlt, merkt man, so in den ersten Tagen war es so, dass ja andere Menschen, Bekannte eine latente Gefahr waren. Also ja, es war anziehend und gleichermaßen gefährlich. Ja, man sieht die Schwiegermutter oder Freunde im ja irgendwo in der Stadt, möchte sie eigentlich umarmen und dann kommt aber dieses Memento, dass sie vielleicht doch genau die Überträger sein könnten. Und irgendwann nervt das und irgendwann wollen wir das nicht. Also das heißt, wir werden uns irgendwann auch wieder beginnen zu umarmen. Das will ich schwer hoffen. Das sollten wir auch irgendwann. Aber momentan ist es eben so, dass wir noch an dieser Minimierung der Ausbreitung arbeiten müssen. Und was mich dabei wirklich anfasst, ist, dass wir in Deutschland, vielleicht sogar in Europa, im Grunde genommen uns weit weniger gut verhalten als zum Beispiel in südostasiatischen Ländern. Taiwan, Südkorea, ja, China. Die nutzen eine App. Und das Interessante ist, wenn man sich noch einmal verdeutlicht, was sind die entscheidenden Faktoren, um eine Pandemie einzudämmen? Es gibt das SIR-Modell, heißt das. Im Wesentlichen drei Faktoren. Es ist nämlich das Produkt aus Kontakthäufigkeit, aus Infektionswahrscheinlichkeit,
Kontakthäufigkeit ist genau das, was wir erleben. Infektionswahrscheinlichkeit heißt Abstandspflicht, Mundschutz. Aber dann gibt es den dritten Faktor, nämlich die Infektionszeit. Also wie lange infiziert eine infizierte Person andere? Und genau da wäre die massive Möglichkeit, mit einer App diesen Korridor klein zu machen. Und genau dadurch, indem ich die App habe, andere Dinge wieder zu öffnen. Ja, das ist so ähnlich wie, wenn man einkaufen geht und man hat einen 100-Euro-Schein, ja, dann kann man entweder 2 Hosen und einen Pulli kaufen oder man kann, weiß ich nicht, ein paar Schuhe kaufen und dafür nur ein T-Shirt. Mhm. Also wir müssen gucken, dass wir im Grunde genommen diese Zahlen, die Neuinfektionszahlen, und das kann man so oder so oder so ausdrücken, runterdrücken. Und das können wir machen mit entweder mehr Kontaktsperre und keiner App oder weniger Kontaktsperre und einer App. Nun gab es daran massive Kritik, vor allen Dingen an dem Modell der zentralen Datensammlung, nenne ich das jetzt mal ein bisschen verkürzt. Haben Sie diese Kritik an diesem Modell verstanden? Also das läuft jetzt ja alles auf ein, man weiß nicht, wann es kommt, auf ein dezentrales, individuelles App-Modell raus? Ja, wissen Sie, inzwischen fange ich an, rotzig zu werden, weil ich sage, wir reden und wir haben nichts. Also wir reden über ungelegte Eier. Es gibt nicht eine App, die irgendwie weder zentral noch dezentral tatsächlich funktioniert, Stand heute. Mhm. Aber wir reden über Datenschutz, wir reden über technische Geschichten, aber es ist nichts da. Und eigentlich, das ist jetzt sehr böse, was ich sage, vernebeln wir unsere technische Unfähigkeit in Deutschland, eine solche App überhaupt zu produzieren. Und das, finde ich, so langsam wird das deutlich. Also ich werde morgen Helge Braun sehen. Und ich muss einfach sagen, an der Stelle muss es auch so langsam ein Bewusstsein geben, dass wir in Deutschland, was das betrifft, nicht gut aufgestellt sind. Wir sind auf dem Stand eines Entwicklungslandes. Das merken wir auch in all der IT, all der Elektronik, die wir in dieser Krise nutzen. Wo bitte ist eine einzige deutsche Software? Wir nutzen amerikanische Software, chinesische Software, ja. Aber wir merken daran, wie wir als ehemalige großartige Industrienation in dem Bereich ehrlich gesagt nicht gut sind. Und wir sind aber auf der anderen Seite zu hochnäsig, um einfach mal zu sagen, hey, liebe Südkoreaner, helft uns, gebt uns doch eure App, wir adaptieren die hier. Machen wir nicht. Ja, das ist seltsam, weil ja Deutschland auch das. Ja, Deutschland ist ja außerdem das Land der erratischen Funklöcher. Also, dass zum Beispiel jetzt im Vergleich mit Schweden, Norwegen, Finnland oder Dänemark vollkommen abenteuerlich ist. Aber man sorgt sich im öffentlichen Diskurs eigentlich mehr um Grundrechte. Also, dass die jetzt eingeschränkt werden. Dass jetzt die Regierung nur noch durchregiert, dass die Opposition faktisch tot ist. Teilen Sie diese, wenn man so will, Corona-Politik, also beinahe des Totalitären? Also ich bin garantiert kein Freund von Totalitarismus. Ich habe auch eine sehr hohe Sensibilität, was den Datenschutz betrifft. Also das möchte ich auch betonen. Es gibt Momente, wo es eine Plausibilität des Handelns gibt. Wenn wir uns noch einmal diese Kontaktsperre anschauen, ist sie im Grunde genommen, wenn ich wiederum etwas extrem argumentiere, nicht Ausdruck einer, ich sag mal, aufgeklärten, vorausschauenden Politik gewesen, sondern man kann durchaus interpretieren und sagen, die Politik hat am 23. März sehr populistisch gehandelt, weil der größte Teil der Menschen, das kann man wie gesagt an den Mobilitätsdaten sehen, hatte sich zurückgezogen. Und wenn die Politik dann sagt, ja, wir müssen uns zurückziehen, nachdem jeder schon so ungefähr in seinem Schneckenhaus ist, ist das nicht unbedingt eine besonders ergreifende Aktion. Die Basis dafür ist zuerst einmal ein rational nachvollziehbares Risiko, eine nachvollziehbare Maßnahme im Kontext dieser Pandemie. Und dass es dort eine gewisse Einheit in Entscheidungen gibt, ist völlig normal. Also das würde ich nicht als Synchronität einer Politik, die demokratische Prinzipien aufgibt, sehen, sondern als etwas, was völlig normal ist. Das ist so ähnlich wie,
Wenn ein Haus brennt, dann sagt man den Menschen, okay, ihr müsst rausgehen. Und ich glaube, das ist in dem Moment nicht eine diktatorische Geschichte, sondern ein schweres Bedürfnis aller Menschen, das ohnehin zu tun. Also insofern gibt es eine Synchronität des Verhaltens, die basiert ist auf einer Ebene von Ereignissen, von Fakten, über die es geht. Aber jetzt kommen wir in eine spannende Phase, bei der es genau anders ist. Denn jetzt gibt es ein großes Bedürfnis vieler Menschen zu sagen, na, ich möchte wieder das Frühjahr genießen, ich möchte meine Freunde umarmen, ich möchte natürlich arbeiten, ich habe einen Betrieb, der fast pleite geht. Das heißt, da gibt es ein sehr hohes emotionales Bedürfnis und auf der anderen Seite haben wir unverschämtes Glück in Deutschland, dass unsere Zahlen, die Neuinfektionszahlen, die Todeszahlen extrem niedrig sind. Und wir in Deutschland haben leider Gottes manchmal so die Tendenz, nur in unseren Vorgarten zu gucken und zu sagen, nein, das ist nicht so schlimm. Ich meine, man muss nur wirklich mal über die Grenzen gucken, nach UK, nach Frankreich, nach Spanien, dann merkt man, das ist bei weitem komplexer, als man denkt. Aber wir gucken in unser Land und sagen, die Gefahr ist nicht so groß. Wir fangen an, Metaphern zu nutzen, wie wir sind über den Berg, weil die Zahlen runtergehen und denken, wir wären angekommen und verstehen nicht, dass wir eigentlich noch mitten in einer Pandemie sind. Aber das hat damit zu tun, dass die Zahlen, dass die empfundene Angst vergleichsweise gering ist und auf der anderen Seite die Bedürfnisse hoch. Kommen wir auf das zurück, worüber wir Sie als Taz auch schon vor 9 Jahren kennenlernen, als Sie beim Taz-Lab zu Gast waren, anlässlich eines unseres Kongresses, unter anderem zu Fukushima. Hm. Sie haben weiter journalistisch zu Fukushima gearbeitet, unter anderem auch mit einer Dokumentation. Mhm. Sie waren da, haben sich diesen havarierten Reaktor angeguckt. Sie haben sich vor allen Dingen aber auch, das war jetzt nicht nur so eine jungslustige Show, hier sind jetzt kontaminierte Teile und hier ist das Wrack, sondern Sie waren auch im Umland. Und das Verblüffende ist, das ist beinahe für mich ein Eye-Opener gewesen, dass eigentlich die Leute in der Gegend unbedingt wieder zurück wollten. Also obwohl ihre Umgebung nach wie vor sehr stark verstrahlt war, beziehungsweise es noch am Abtragen war, diese kontaminierten Böden zu beseitigen. Können Sie erklären, also wie sich das da genau zugetragen hat? War das so eine Art Sehnsucht nach dem, was man die alte Ordnung oder die alte Normalität nennen könnte? Es sind drei Dinge passiert, die, glaube ich, auch für ein Verständnis dessen, was wir momentan erleben, ganz entscheidend sind. Der erste Punkt ist, die Menschen wurden entwurzelt. Also es waren viele Dörfer, die nordwestlich der Reaktoranlage lagen, die durch den radioaktiven Fallout kontaminiert waren. Diese Dörfer und kleinen Städte mussten verlassen werden. Und das hatte nun einige Konsequenzen. Das erste ist, sich das mal genau vorzustellen. Da steht das Haus, da steht ja alles, der Garten, das Auto, alles ist da, alles ist nicht zerstört. Das war eine furchtbare Situation für die Menschen. Aber ich muss weg. Das ist also was anderes, wie wenn ein Haus abbrennt oder so. Da kann man das nachvollziehen. Aber hier war diese Heimat wie ein Stachel, der sich ständig meldete und sagte, oh, ne, da gibt es mein Haus, in das ich viele Jahre, ja, viel Arbeit und Mühe reingesteckt habe. Das zweite ist, dass die sozialen Vernetzungen dieser Dörfer sich komplett auflösten. Also Freunde, Nachbarn etc. wurden ja auseinandergerissen. Also es gab ein hohes emotionales Gut bei der Bevölkerung. Dann gab es das ökonomische Argument, nämlich die japanische Regierung musste in dieser Zeit die Steuern erhöhen, weil alle, die evakuiert wurden, mussten kompensiert werden. Das heißt, das waren enorme Kosten. Und es gab das dritte Argument, dass auch die Wirtschaft natürlich, die lokale Wirtschaft, zum Beispiel auch ganz viele Betriebe, Ackerbaubetriebe und so weiter, auch nicht arbeiten konnten. Und Wolken an Energie wollten alle zurück. Also ja, das Bedürfnis der Menschen, wieder zurückzukommen, die Politik, die froh war, das abzustellen und die Wirtschaft. Und was dann passiert, ist ein Mechanismus, ich nenne das Verdrängung, wo man
sich eine Welt zurechtbaut, bei der man sagt, naja, also jetzt ist es okay. Also so, was hat man da gemacht? Man hat also Böden abgetragen. Das sind die Bilder, die wir alle gesehen haben mit den schwarzen Säcken. Und da hat man gesagt, ja, das haben wir doch gemacht. Ich war da vor Ort, ich habe mit Messgeräten dann mal links und rechts geguckt. Ich erinnere mich zum Beispiel in Fukushima Stadt. Da gibt es den Stadtpark, der Weg war okay. Und dann ging man 2 Meter ins Gebüsch, also da, wo die Kinder vielleicht spielen würden. Und die Radioaktivität war hoch. Aber das will man nicht mehr wissen, weil man sagt, na, wir haben jetzt geputzt, jetzt dürfen wir doch auch wieder dahin. Und das führt zu einer Art kollektiven Verdrängungsprozess. Es war so, dass ich damals eingekauft habe in einem Supermarkt einer Genossenschaft. Und ich habe Honig aus Fukushima mitgebracht. Und da war es auch so ein jetzt erst recht. Also alle sind da hingegangen und haben gesagt, wir kaufen da ein. Die Japaner sind natürlich gewissenhaft, die haben das gemessen. Aber psychologisch will man ja wieder zurück. Und das ist ein bisschen ähnlich wie hier. Also wir haben jetzt den Preis der Maske vielleicht selbst gemäht und sagen, okay, jetzt haben wir eine Maske, aber jetzt bitteschön wieder ab ins Restaurant oder in den Klamottenladen oder keine Ahnung. Also wir wollen es verdrängen und wir wollen nicht mehr hören, dass die Nachricht vielleicht nicht so gut ist. Genau wie in Japan, wo ich erinnere mich an eine Situation, das war in der Nähe von Itate, wo ich ein Messgerät hatte und dem Menschen gezeigt habe, hier, guck mal, da ist die Radioaktivität groß. Und er nickte, and that was it. Also, und so ähnlich wird es hier auch sein. Wir wollen diese Zahlen nicht mehr sehen. Wir wollen irgendwann keine Statistiken sehen. Und das sagen wir natürlich nicht direkt, sondern das läuft dann über ein tieferes Narrativ, dass Leute sagen, naja, es gibt ja Zahlen, die sich widersprechen oder jeder hat eine andere Studie oder man hat von der Politik schon Dinge gehört wie, ja, die jeder Virologe behauptet was anderes oder gestern haben sie, also was tun wir? Wir entmündigen die Wissenschaft, damit wir beruhigt wieder zurück können. Also und das ist ein Mechanismus, glaube ich, der Teil einer Verdrängung ist, die will ich nicht verurteilen im Sinne von schlecht oder gut. Ich glaube, das ist ein tiefer Mechanismus, den wir Menschen auch in anderen Situationen haben. Wenn ich mir Deutschland anschaue, wir haben ja jetzt eine besonders historische Zeit und wenn wir an den Zweiten Weltkrieg denken, es ist unvorstellbar, wir haben in einem Jahrhundert 2 gigantische Weltkriege in diesem Land erlebt und normalerweise würde man sagen, nach der Erfahrung kann doch jetzt kein Krieg mehr kommen. Und inzwischen marschiert Deutschland vor und ich habe letztens gelesen, dass die Rüstungsexporte von Deutschland noch angestiegen sind. Also das kann ich mir nur erklären durch einen Verdrängungsmechanismus, wo man wieder zurücktapst in ja eine andere Welt oder eine alte Welt. Ja, aber noch, das, ich stimme Ihnen zu, nochmal zurück zu Corona. Ich habe vor 5 Wochen schon die Vermutung gehabt, wie auch immer das mit der pandemischen Verbreitung jetzt in Mitteleuropa, in Deutschland vor allen Dingen wird, aber an der Urlaubszeit werden alle Restriktionen zerbrechen. Also das ist kulturell so eingesunken, dass man sich auf gar keinen Fall die Urlaubszeit nehmen will. Und so ist es jetzt auch. Plötzlich sagen viele Länder, und jetzt müssen wir wieder über Öffnung reden. Und das macht natürlich auch eine Gesellschaft, wenn man sich Gesellschaft mal so als Körper vorstellt, zufriedener. Also plötzlich hat die Frustration, hat die Einhegung eine Hoffnung, dass es ein Ende hat mit den Beschränkungen. Stimmen Sie mir zu? Ja, ich glaube, dass die Frage des Bewusstseins eine ist. Also wir erleben im Moment etwas und die Frage ist, wie ordnen wir das ein? Ich kann mir vorstellen, dass als der Zweite Weltkrieg begann, es Menschen gab, die das, ich sag mal, die erste Woche gar nicht wahrgenommen haben, weil die gesagt haben, das kann doch jetzt nicht sein. Und so ähnlich ist es hier auch. Wir erleben eigentlich eine historische Pandemie und haben aber immer noch das Gefühl, also das war jetzt ein Frühjahrsspektakel und das müssen wir doch jetzt abhaken. Und ich glaube, diese Art von Bewusstsein braucht Zeit, bis man merkt, nein, das ist wirklich etwas, was tiefer geht. Das ist wirklich etwas, was viel größere Konsequenzen hat. Ich habe am Anfang bei dem Lockdown oder vor dem Lockdown war ich in irgendeiner Sendung, ich glaube Anne Will, und habe gesagt, naja, wenn man den Lockdown hat, muss man auch
sehr wohl überlegen, was eigentlich die Kriterien sind, wenn man ihn wieder löst. Damals war das ein Satz, der wenig verstanden wurde, aber heute ja, merken wir, um was es geht. Und wir haben hinter allem die Frage, wie deuten wir diese Situation? Also ist das eine Situation, die ja, nur kurz ist? Ist das eine echte Katastrophe? Wir sind zum Teil ja immer noch in einem Modus, wo wir auch da eine gewisse Diskrepanz, wir reden von einer Krise, wollen aber, dass alles möglichst irgendwie heile rausgeht. Das ist so wie Menschen, die im Krieg sind und sagen, naja, wir haben Krieg, aber mein Haus muss stehen bleiben. Mhm. Also wir kommen möglicherweise in eine Situation, die natürlich furchtbar ist für die, die es betrifft, dass es auch Betriebe gibt, die pleite gehen, dass es Hotels gibt, die sich nicht mehr finanzieren können. Also das macht eine Krise aus. Aber natürlich ist es so, das wollen wir innerlich nicht wahrnehmen. Und es ist eben noch schlimmer, wenn man nicht unmittelbar ein Gefühl damit kombiniert. Also ich glaube, in dem Moment, wenn ich nochmal das Beispiel Krieg aufgreife, nachdem die ersten Bomben gefallen sind, merken Menschen, okay, das hier ist wirklich ernst. Und so ähnlich ist es hier auch. Also wir sind noch in einer Situation, wo wir diese Emotionalität der unmittelbaren Erfahrung nicht kennen. Die kennen natürlich Ärzte, die um das Leben, ja, von Menschen kämpfen auf Intensivstationen. Aber wir Laien haben diese Bilder nicht im Kopf. Und sobald diese Bilder da wären, würde das sich ändern. Das haben wir in Italien gesehen. Ich hoffe natürlich nicht, dass das sich wiederholt. Aber wir hangeln uns jetzt dran vorbei. Wir versuchen natürlich auch Modelle zu machen, wie man das miteinander kombinieren kann. Ich glaube, dass wir auch in dieser zweiten Phase in eine Phase der Differenzierung kommen. Das ist der Unterschied zu der ersten Phase, wo es einfach heißt Shutdown und jeder, ja, bleibt zu Hause. Jetzt so langsam gibt es eben eine Differenzierung. Man muss sagen, gut, bei wem, wer kann das machen, welche Branche kann das machen, in welchem Landkreis ist das vielleicht okay, aber in einem anderen nicht. Und das ist natürlich eine komplizierte Diskussion, die man eben auch faktenmäßig steuern sollte und nicht nach, ja, irgendwelchen anderen Kriterien. Na, Bergamo ist eben noch weit. Bergamo ist eigentlich nur ein Tagesthemen- oder Tagesschaufilm gewesen. Und also es ist irgendwie seltsam, dass plötzlich in Deutschland auch so eine Art Angststolz da ist. Also dass hier in der Bundesrepublik eigentlich durch Corona so wenige Leute, relativ wenig Leute erkrankt sind und auch verhältnismäßig im Vergleich mit Spanien, Frankreich und Italien, verhältnismäßig wenig Leute gestorben sind. Ja, ich bin da immer ein bisschen demütiger. Wissen Sie, ich habe so manchmal den Eindruck, in Deutschland gibt es entweder sind wir ganz schlimm oder wir sind ganz toll. So das Dazwischen gibt es nicht. Das sieht man überall. Also wo man es fulminant sah, war ja bei der letzten Fußball-Weltmeisterschaft, ja, da wurde das deutsche Team am Anfang als der Weltmeister, ja, dann sind sie rausgeflogen und plötzlich waren die, ja, die letzten Hunde. Also, und bei Corona ist es auch so. Also, das Narrativ geht immer, das ist vielleicht sehr typisch deutsch, wir vergleichen immer. Also, wir gucken immer, sind wir besser als die anderen? Das tun wir im Urlaub auch, ja. Sind die Klos im Ausland sauberer als die Klos in Deutschland? Sind die Supermarktregale voller als die hier? Und das ist erstens mal manchmal unfair, weil es gibt andere Länder, die das verdammt gut handeln. Also wenn man mal so einen Contest machen würde, glaube ich, gibt es andere Länder, die eher den Preis gewinnen. Und das Zweite ist ein falscher Schluss, nämlich zu meinen, weil wir geringe Infektionszahlen haben, das zu interpretieren als, das ist ja, weil wir das so toll gehandelt haben. Man muss einfach fairerweise sagen, dass andere Länder das Pech hatten, dass dieses Virus bereits unterwegs war, und zwar wahrscheinlich viel intensiver als bislang angenommen, und die Infektionszahlen in diesen Ländern einfach höher waren als bei uns, als es losging. Also die hatten sozusagen ein Handicap beim Start, die Maßnahmen losgingen. Und da ein bisschen bescheidener zu argumentieren und zu sagen, na ja, also wir hatten einfach Glück im Vergleich zu anderen Ländern,
Und natürlich haben alle anderen Länder ähnliche Maßnahmen gemacht. Also die Kontaktsperren, wenn ich mir die Mobilitätsdaten angucke, da gibt es andere Länder, die waren konsequenter als wir. Wenn ich mir angucke, wie die vorbereitet waren, dann gab es, ich meine, Singapur war nur ein Beispiel, definitiv besser vorbereitet, auch im Vorfeld, auch in der Sensibilität als wir. Länder wie Taiwan haben die ersten Botschaften aus Wuhan korrekt interpretiert und haben einen Shutdown gemacht, die Grenzen zu China geschlossen, und zwar bei Singapur zum Beispiel auf vorbildliche Art und Weise. Also die haben das nicht gemacht, indem die gesagt haben, die bösen Chinesen, sondern die haben im Dialog mit den chinesischen Behörden gesagt, wir machen zu, aber auf der anderen Seite, wir helfen euch in Wuhan. Also die haben aktiv unterstützt. Also diese Länder haben sich, finde ich, besser, klüger verhalten als wir, die wir am Anfang sogar, finde ich, nicht sehr empathisch waren, wenn ich mir klar mache, was in Italien passiert ist und im Grunde genommen nur Italien als Stigma da war. Aber finde ich, ein Mangel an Empathie da war im Sinne von, hey komm, wir müssen unseren Nachbarn wirklich helfen. Das kam dann so mit der Zeit, aber am Anfang war das ja ein bisschen unterentwickelt. Also wenn wir wirklich ehrlich sind, das tut manchmal weh und es ist auch nicht so schön, was ich sage, aber sollten wir da selbstkritischer sein und wir sollten auch sagen, wir hatten vielleicht eher Glück. Ich freue mich, dass der Zustand so ist, aber wir sollten nicht daraus falsche Schlüsse ziehen. Haben Sie einen Blick, der notgedrungen immer spekulativ bleiben muss für die nächsten Monate? Ich habe eine Hoffnung, dass wir zum einen es noch schaffen, in einer guten Kommunikation die Infektionszahlen wirklich noch weiter runterzubringen. Wenn man das einmal verstanden hat, dass wenn diese Infektionszahlen wirklich deutlich niedriger sind, dass wir dann lokal im Grunde genommen Kontaktsperren machen können, aber dass der Rest sozusagen wieder freier atmen kann. Das ist der erste Punkt. Also das ist die Hoffnung. Das zweite ist, dass wir hoffentlich bald unsere Grenzen auch wieder aufmachen, weil es zumindest aus wissenschaftlicher Sinn völlig absurd ist, eine Grenze zum Beispiel zwischen Deutschland und Luxemburg zuzumachen. Sie sind Luxemburger. Ich bin Luxemburger und ich finde es völlig absurd, weil aus epidemiologischer Sicht mache ich dann eine Grenze zu, wenn zwei Dinge gegeben sind. Nämlich das eine ist, wenn die Infektionshäufigkeit in dem einen Land deutlich höher ist als dem anderen. Und wenn die Maßnahmen in einem Land völlig anders sind als in einem anderen. Also wenn ein Land völlig lasch ist, ja, dann kann ich das akzeptieren. Aber was wir ja sehen in Europa, ist doch im Wesentlichen eine Angleichung der Maßnahmen. Und vor dem Hintergrund, finde ich, muss Europa auch Grenzen wieder öffnen, weil das auch ein Signal ist. Also der Epidemiologe würde eher sagen, du musst die Grenze bei bestimmten Landkreisen zumachen, nicht um die Menschen zu strafen, sondern um genau da sozusagen eine Ausbreitung einzudämmen. Aber das sind eben diese Angstreaktionen, die auch, finde ich, in heutigen Zeiten manchmal politisch nicht sehr klug kommuniziert werden. Ich bedanke mich. Die Taz bedankt sich. Das waren wunderbare Auskünfte, Herr Jogeshwar. Ja.